Servus, meine Lieben, und recht herzlich willkommen zu unserer Daily Dosis Ark mit dem Voucher und mit dem Alterle. Schön, dass ihr wieder reinschaut. Ich bin gerade dabei, die Gigaspots ein bisschen abzufliegen. Dann habe ich gesehen, orangener Lootstrahl. Das heißt, wir können in Space, denn heute sind, glaube ich, schwarze Perlen drin und Mutagel. Und da möchte ich einfach den Astrodelphis-Sattel ein bisschen mit euch ausnutzen und den heute mal so ein ganz kleines bisschen vielleicht checken. Hier ist jetzt kein Giga. Ein Spawnpunkt muss ich noch abgucken. Wo ist der Dinger hier? Und zwar den unten rechts. Dann bin ich hier durch. Und wenn da kein Giga ist, gehen wir direkt los. Also Rockwell unten rechts. Schön, der Tag beginnt auch gerade. Jo, dann farme ich da jetzt heute mal ein bisschen was an Muttergel. Und wenn nochmal weiß ist, gehe ich nochmal rein. Und dann haben wir eigentlich auch genug. So, ich glaube, das war der Spot, wo wir unseren ersten gefunden haben. Das war dann da unten, gell? Prondo, Mondo. Oder war das hier? War das hier, wo wir gekämpft haben, wo er mich gebissen hat? Ich glaube, gell? Warte mal, ich muss kurz ein Stück essen. So. Ja, das war hier. Aber da war doch so eine Unterführung eigentlich. Da war doch irgendwo so ein Tunnel, wo der dann rein ist. Beziehungsweise wo man rein konnte. Lass mich mal kurz ums Eck gucken. War das der hier? Das war der Bereich hier, genau. Nee, aber hier ist jetzt auch keiner offensichtlich. Nö. Nö. Ja gut, es steht ja auch geschrieben, dass es ein seltener Spawn ist. Ne? Also kann sein, dass wir vielleicht noch eine ganze Ewigkeit warten müssen. Hier sind jetzt mittlerweile Shadowmans. Die Tiere mischen sich eigentlich recht gut durch, was ich so gesehen habe hier. Ja, also hier in diesem Innenbereich, in diesem Innenhof kann er eigentlich sein. Lass uns mal da drüben noch kurz gucken. Und dann habe ich das erneut alles nochmal abgeprüft. Boah. Rondo. Ich muss mal auch jedes Mal. Ich kann auch mal eigentlich Destroy Wild Dinos machen, wobei das gar nicht so meins ist. So. Das mache ich nicht so gerne. Nö. Also gut, aber irgendwann wird sich da auch was tun, schätze ich mal. Jetzt müssen wir nur den Teleporter nochmal wiederfinden und dann ist auch schon gut. Dann können wir los. Nehmen wir den Walfisch mit. Am besten den ältesten. Der kleine ist nämlich noch nicht so weit. Und dann schauen wir mal, was passiert. Sind das Ölsteine eigentlich? Das sind Ölsteine, gell? Falls ich mal welche brauche, habe ich direkt einen Teleporter hingestellt. Wobei du kannst im Space-Bereich ja auch wunderbar fahren. Nee, ist Opsi, ich hält. Hauptsache Ölsteine. Brauche ich jetzt aber nicht. So. Na, wo ist das Ding? Wo habe ich denn da hingeballert? Ich suche die fast jedes Mal. Hier. So, meine Lieben, dann gehen wir erstmal heim. Plattform außerhalb oben. Sattel schnappen, Astrodelphis schnappen, rüber in den Space-Bereich. Und da brauche ich ja jetzt den Textrider nicht probieren. Beim Perlenfarmen wird er nicht funktionieren, ne? Ach so, die Tiere. Ah ja, logisch, logisch. Wir wollen ja noch Agi. Komm, die Zeit nehmen wir uns noch. Hier, den habe ich ja gestern als letztes eingesammelt, als ich mich nochmal eingeblendet habe. Du warst ein Weibchen und ich glaube, unser Agentavis und du, ihr zwei werdet es heute. So, wir machen natürlich die Babys hier, wie sich's gehört. Wie geht's dir, Diggerle? Oh, der ist auch schon fast fertig. Ajo, den Kuschler nehme ich mit. Den Kuschler nehmen wir mit, gell? Du nicht? Ah ja. 100% geprägt ist er schon. Ja, also das hat ja mal super hingekauft. So, Agentavis 1, aber jetzt lass mich mal ganz kurz gucken. Wir hatten ja noch einen Agi und noch einen, ne? Machen wir mal den hier noch rausgeschwind. Oh, welch Farbpracht. Weißt du was? Ich glaube, er und unser. Die zwei werden als erstes mal und die anderen zwei dann separat. Pass mal auf. Wir machen gleich einen Doppeltimer, ne? Das passt nämlich heute genau rein. So, dann hatschst du mal kurz rüber zu ihm. Hallo, ich will Liebe. Kennt er von daheim wahrscheinlich, wenn sie so ankommt, oder? Okay, es war ein Spaß. Es war ein Spaß, ich nehme es zurück. So, Nummer 1. Wobei ich auch manchmal so laufe. Gleich wieder gut machen, weißt du? So, pass auf. Das haben wir, das haben wir, das haben wir. Dann würde ich sagen, du und der Neue. Ich setze euch mal hier so hin. Boah, ja, der ist aber auch träumlich, gell? Aber es war Männle, oder? Das war ein Männchen. Und der Dunkle, oh, das gibt wahrscheinlich ein absoluter Knüller. So. Drüber, mein Freund. Und angedötzt. Jawohl. Schön hat's geklappt. Huch, warte mal.
schon ist wieder eng hier oben, ne? Das ist vielleicht der Nachteil, wenn ich hier jedes Mal aufräume, Leute. Weibchen und Männchen. Die zwei beide. Die zwei beide. So. Da sind wir mal gespannt. Da sind wir mal gespannt, was da rauskommt. Also, pass auf. Verhalten, Paarung. Verhalten, Paarung. Ich hoffe, ihr steht genug weg, ne, dass das durcheinander gibt hier. Verhalten, Paarung. Verhalten, Paarung. Ich komme gleich nach euch gucken, weil ich muss meinen Stego noch runterbringen. Auf den freue ich mich jetzt aber ganz gewaltig. Den setze ich da vorne hin. So in Richtung Giga, ein bisschen hinterm Giga. Läuft jetzt nichts. Oh, Moschi, dich habe ich ja ganz vergessen. Du willst ja auch noch eine Frau irgendwann, ne? Müssen wir immer die Augen aufhalten, wenn ich ja mal ein schönes Moschops-Weible finde. Okay, ein paar von den Wölfen laufen, Leute. Einer. Und der kommt hinterher. So, pass auf, Stegole hier raus. Gott, ist das ein schöner. Ist mir noch gar nicht so bewusst gewesen, wie schön der ist, oder? Guckt euch den mal an. Warte mal, mache ich so. Boah, die gelben Augen, das macht ihn fast ein bisschen giftig, gell? Guck mal. Absolut top. Top-Tier, der Stegoslav. Der kriegt natürlich auch noch irgendwann eine Frau, ne? Du bist natürlich Mini-Vini. Ich gebe dir nur Leben. Oh, ist das neu? Ist das neu, dass die so eine Animation machen? Irgendwie kommt man die viel cooler vor wie früher. Schwuppdubidubabdu. Hier ist alles Mögliche voll. Ich wünschte, ich hätte ein ganz kleines bisschen mehr Muße, gerade irgendwelche Gehege zu bauen. Aber ich glaube, alles, das ist so ein Genesis, so eine Genesis-Krankheit bei mir. 10 mitnehmen, nennt sich das Ganze. So, jetzt gucken wir mal, wie lange ich da Zeit habe heute mit euch. Und dann gehen wir Astrodelphis-mäßig. Also, Paarung ist gleich durch. Ihr dürftet ja nicht schneller sein, oder? Wie die anderen. Hä? Zur Paarung bereit? Habe ich da einen Fehler gemacht? Bei denen hat es geklappt. Ich glaube, die anderen zwei, die stehen nicht dicht genug zusammen, gell? Ach so, ich helfe, ja. Ist wieder so ein typischer Moment, ne? Wenn du dann denkst, du machst was falsch, aber geht es ja hier um Eier. Ja, aber die zwei da drüben, die haben irgendwie kein Ei. Komme ich wieder angeschlissen hier. Er ist zur Paarung bereit. Ach nee, habe ich es gar nicht aktiviert. Da bin ich auch wieder. So. Gut, das Ei müssen wir noch abwarten. In der Zeit richten wir unseren Astro schon mal. Sattel habe ich, glaube ich, unten reingeschmissen in die Werkstatt. Mal gespannt. Ich weiß nicht mehr ganz genau, wie viel wir da immer rausgeerntet haben. Kleine Arsch, alles klar, Diggerle. Ja, dir geht's gut. Du brauchst eigentlich auch noch ein Weibel, gell? Das haben wir gedacht. So, Delphi. Das haben wir, das haben wir, das haben wir. Wo hab ich das Element hingeschmissen? Das weiß ich schon wieder nicht mehr. Müsste das nicht normalerweise ziehbar sein? Jo. Ich nehme mal alles mit, was ich habe. Wie schwer ist denn so Elementzeug? 49 habe ich jetzt. Da waren doch gerade mehr angezeigt, gell? Nö. Ach hier, 149. Alles klar, den habe ich nicht gesehen. Das hat geklappt. Dann hauen wir die Agis gleich in den Bruter. Was wir noch nicht haben in der Staffel, Zwillinge oder sowas, gell? 50%. Du brauchst noch eine Weile. Ich hätte dich ja sonst mitgenommen. Ich nehme den höchsten, mit dem ich habe. Das ist dann eher hier, ne? Das ist dann eher hier. Also, Diggerle, pass mal auf. Dein Sattel. Dann nimmst du mal dein Element. Und ich glaube fast, dass du ein bisschen Fleisch brauchst, oder? So, Handvoll. Mit was war das R? Rohes Fleisch. Ja, wenn wir nichts haben, aber mittlerweile haben wir Fleisch. 1, 1, 1. Das müsste reichen. Pull dann. So. Kann ich dich hier anleihen? Anhitch? So. Geh du schon mal in Stellung? Okay, okay. Das wollte ich erst im Space-Bereich. Ihr habt es gesagt. Linke Kontrolltaste. Oh, Leute. Ich glaube, dass der abgeht wie Sau, ne? Ein paar von euch haben ja auch gesagt, haha, von wegen nicht schnell.
Okay. Das ist ein bisschen ungewohnt für mich. Wenn ich jetzt absteige, schwebt er dann noch weiter? Ne, er steht wie eine Eins mit dem Sattel. Digga, ich hol dich gleich und dann gehen wir im Space-Bereich ein bisschen Spaß haben. Ich will nur das Agi-Einhörnchen einsammeln. Stego ist unten, da brauchen wir natürlich einen zweiten, ne? Kann ich ja dann so wieder nicht lassen. So, wie sieht's aus? Wo ist denn dein Gagaxle? Krall mir das mal hier unten aus. So. Alles klar. Wow, sind die schön von den Farben her. Bin gespannt, was da rauskommt. So, meine Lieben, gehen wir Eier ausbrüten und dann hauen wir aber ab. Das heißt, wir sehen heute wahrscheinlich die Agis noch, wenn ich das richtig sehe. Ist das das erste Mal, dass man zwei... Das war zwei Eier. Wo habe ich denn den Eier hin? Hier. Wollte gerade sagen. Bams, bams. So. Kälter muss es sein, sagt er. Temperaturkontrolle. Regelung. Kälter. Und nochmal. Kälter. Und nochmal kälter. Das Schöne ist... Also man sieht ja hier eh schon alle Infos, gell? Aber ist egal. Ich lasse es jetzt mal so eingestellt. 15 Minuten und auch hier 15 Minuten. Jetzt können wir rüber. Ja, passt doch super. Gegen Ende der Folge gleich noch die Agi-Babys angucken. Da freue ich mich drauf. So. Diggerle, du stehst gut. Wir gehen in Space, ne? Du nicht? Ich habe jetzt natürlich keine Bomben gebaut, aber mir geht es ja einmal darum, jetzt durch den Space-Bereich zu flitzen mit euch. So, Leute. Erstmal gemütlich. Ja, richtig, das ist es mit den Böbbeln. Dam, dam, da, dam, dam. Ne, das habe ich ja das letzte Mal so, der geht ja gar nicht, der ist voll gemütlich, der kann nichts. Jetzt drücke ich drauf, komm. Okay, alles klar. Mit rechts macht er nichts. Oh, wie gut ist das denn? Warte mal, muss ich so angucken? Sehr nice. Oh, das ist cool. Alter, donnert der, oder? Sehr geil, macht Laune. Der ist wahrscheinlich draußen genauso schnell. Okay. Der schwebt für einen kurzen Moment aber weiter, ne? Du, ich könnte ihn aber auch folgen machen. Der kann ja mir folgen, oder? So, jetzt bin ich nochmal gespannt. Jetzt müssen wir nämlich gucken. Wenn ich hier ein Muttergel immer kriege, dann müsste ich ja 8 Kugeln aufheben, ne? 800. Um nochmal einen 12er für uns rauszuschaffen. Noch mehr, weil nicht in jedem eine drin ist, sehe ich gerade. Was hast du? Hunger. Ja, aber ist doch egal. Ein paar kann ich machen. Ich habe eh gerade Bock. Lass uns mal 5 Minuten zusammen. Dann mache ich wieder so einen halben Ingame-Tag die Farmrunde. Und dann gucken wir mal, was zusammengekommen ist. Einen Überschuss hatten wir, glaube ich, von 100, gell? Das heißt, ich müsste 700 Kugeln aufheben. Oh. Weiß nicht, ob ich das will. Nee, guck mal, das lohnt sich nicht. Das lohnt sich nicht, Leute. Dann warte ich lieber. Da waren jetzt mal 2 drin. Wir müssen sowieso noch einmal ordentlich dann farmen gehen, wenn die weißen Supply Drops draußen sind. Dann gehen wir nochmal, ja? Weil das jetzt hier 700 Mal zu machen, plus eigentlich noch mehr, könnte mir eventuell zu viel sein. Wenn ich jetzt schwarze Perlen bräuchte, Omas, dann wäre es cool, aber... Das ist mir zu aufwendig hier tatsächlich. Nee, das lohnt sich nicht. Guck mal. Das sind so selten jetzt gerade welche drin. Oh, Entschuldigung. Ich könnte natürlich jetzt hier eine ganze Zeit lang rumfarmen. Würde ich auch machen, wenn wir dann auch wirklich jetzt heute die Chance hätten, alle zu bekommen, die ich noch brauche. Und das wird uns nicht ganz reichen. Geil wäre, wenn ich die große Kugel da unten irgendwie kriegen würde, ne? Digga, warte mal geschwind. Fahr mal dein Ding aus. Dein Gemächt. Verbraucht er mit jedem Schuss irgendwas? Nee, ne? Hat es was gemacht? Nö, ne? Oh,
Warte mal, ich muss kurz. Oh, Alter, was war denn das? Wir gehen gleich mal, glaube ich, noch raus, Leute. Ich will mal kurz gucken, was der so drauf hat draußen. Wenn ich. Was habe ich denn da jetzt gedrückt? Wir gehen gleich mal draußen einen kleinen Checker machen. Boah, der geht halt voll ab. So. Das ist halt schon eine Granat. Mein alter Durst, ne? Stell dich mal dahin. So. Muss ich jetzt gleich nochmal gucken, was habe ich denn da gedrückt? Ich meine die Taste runter. Das ist ja eine krasse Aktion, was der da drauf hat. Du bist ein Guter mit dem Sattel, habe ich gerade gemerkt. Nee, also dann muss ich jetzt ganz kurz einen Rückzieher machen und sagen, okay, dann lieber mit dem Astro Delphis jetzt draußen gucken, ob wir noch einen Moshops-Weibler finden für unseren Moshops und ein Stego-Weibchen für unseren Stego. Weil jetzt hier auf Mutter Gel zu kommen, wenn jetzt noch eine Handvoll fehlen würde, hätte ich es gemacht, aber ich glaube, das versteht man auch, oder? Mal guck mal, 7 Stück. Ich würde sagen, da machen wir heute auch gar keine Schnitte mehr oder irgendwas, sondern wir gehen direkt... Wir gehen direkt hier raus. Sag mal, ich kann doch mit ihm bestimmt da oben auch mal durch, oder? Also so macht er auf jeden Fall das Speed. So fährt er rein. So schießt er. Rechtsklick macht er bei mir nichts. Mit C macht er diese absolut coole Welle. So, ist wieder eingefahren. Ich weiß nicht mehr, wie ich das Ding gerade gemacht habe, Leute. Aber... Achtung, ich drücke X. 180 Grad Wendung, wie gut ist das denn? Oh, da waren gerade ganz viele, habt ihr die gesehen? Sehr geil. Jetzt bin ich mal gespannt. Ey, das mit der Wendung ist ja aber auch übelst geil. Und wenn ich so mache... Oh, Entschuldigung, Entschuldigung. Oh, warte mal, warte mal. Er macht aber laute wie Sau, gell? Ich will mal wissen, wenn ich kurz vorm Boden bin und X drücke, ob das auch geht. Hier, du bist es, mein Freund. Da, 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 da. Da war noch ein Move. Ja, mach das. Jetzt habe ich wieder irgendwas Neues gerade rausgefunden. Jetzt muss ich mal gucken. Ich brauche mal was Kleineres. Das hier. Oh, und die macht 250 Damage. Die Geschichte. Guck mal das an. Krass, oder? Und? Es war nicht so gemeint. Uch, wie gut. Okay. Es schmeckt auf jeden Fall stark nach Endgame, muss ich sagen. Hier habe ich einen Moshops im Visier. Weible bräuchte ich. Alter, der ist mal nur krass. Was ich halt nicht ganz rausgefunden habe. Ach, wie gut, guck mal. Okay. Was ich jetzt nicht ganz rausgefunden habe, ist, wie ich das Ding gemacht habe. Das ist ja der Hammer, das Tier. Der Sattel halt hauptsächlich, ne? Entschuldigung. Problem ist aber, der bleibt jetzt hier nicht wirklich stehen, wenn er den Dings anhat, ne? Kostet halt ein Element, aber ich finde gerade, es ist überschaubar. Es verbraucht jetzt nicht so viel, gell? Moshops-Weible, Stego-Weibchen. Komm, da haben wir doch noch einen Auftrag. Machen wir das gemütlich. Und ich gehe lieber dann nochmal im Space-Bereich farmen, wenn
die weißen Lootjobs sind, da kriege ich dann auch genug Zeug raus. Sodass wir unseren Void dann direkt die Folge drauf holen können. Ich muss halt die Farmrunde mit reinnehmen. Ich habe momentan nicht 100%ig viel Zeit zum Offscreen-Farmen. Das machen wir dann zusammen halt das nächste Mal. So mit Schnitten halt schon, aber innerhalb der Folge. Dann nehme ich nämlich den Strider einmal mit rüber. Und dann bereiten wir das schön vor. So, gegen Ende der Folge heute gibt es auf jeden Fall die Agi-Babys. Sag mal, die, den Stego, den haben wir schon hier. Warte mal, ich mach mal das jetzt hier rein. Machen wir mal eine gemütlichere Runde hier. Bist du ein Weible? Nee, ein Männle. Ich bräuchte aber ein Weibchen. Da kommt ein Schaf ankoppelt. So steht er ja in der Luft, ne? Dann machst du kurz die Dinger an, wieder raus. Kleidet er dann? Nee, nicht wirklich lang. Okay, also der Sattel hat es schon drauf. Macht doch gut Laune. Wir sind auf der Suche. Der, weißt du, der Hirsch, der hat mich jetzt auch schon wieder angefixt mit seiner Farbe. Ich weiß auch nicht, was mit mir los ist mit den Farben. Diesmal ist ganz extrem. Tja, aber jetzt hier mal eben einen Moschops zu finden, das ist auch ein schönes Hörnle. Ja, ja, muss man schon mal sagen. Wir gucken jetzt ganz gemütlich. Stego müsste allerdings dann schon auch Farbpracht sein, würde ich sagen. Dann nehmen wir jetzt nicht irgendeinen, dass wir einen haben. Oder tatsächlich ein 150er Max-Level, dass wir gute Werte vererben. Auf den schönen, den wir daheim haben. Ne? Das wäre vielleicht noch okay. Dann müsste ich aber jetzt fast jeden Stego durchkriegen. Ist wieder Moschops. Pferd haben wir eigentlich genug. Auch wenn das jetzt gerade recht hübsch war, das eine. Also ich muss sagen, mit dem hier ist fast spaßiger wie mit dem Tech-Anzug, ne? Ist spaßiger wie mit dem Tech-Anzug. Ein 50er Weible. Das können wir ihm nicht antun, oder? Wir können aber gucken, was sie will. Was? Was ist denn das? Was waren das, Leute? Jetzt habe ich den Moschops aus Versehen angeschossen. Das wollt ihr nicht. Was waren das gerade für eine Animation? Habt ihr die gesehen? Ich bin doch ein bisschen überfordert mit den vielen Funktionen. Der kann ja einiges. Nein, 50er Weible nehmen wir nicht mit. Komm, wir fliegen weiter. Das ist halt schon geil. Kurz die reinholen. Wir gehen mal in eine Ecke, wo wir noch gar nicht oft waren, nämlich da hinten. Also ihr wisst, wo ich meine. Am Ende. Da hinten halt jetzt, ne? Wo ist denn das? Ich muss gerade mal drauf gucken. Östlich. Hinten dieses. Ach, hier siehst du auch nochmal schön im User-Interface alles. Ist ja richtig cool. Hier so die Gegend, da habe ich noch nicht wirklich viel gemacht. Da kann man ja mal nach einem Moschi gucken. Nach einem hübschen. Hier ist zum Beispiel schon einer. Wenn das so Weible ist mit drei Stellen, dann haben wir sie. Nö, aber das wäre jetzt okay. Da würde er sich, glaube ich, freuen, unser Moschi. Und der Stego, wenn der 150 ist. Hä? Was genau hatten dich jetzt gerade? Ach, die Ellemeise. Er kriegt sie nicht und ich krieg sie nicht. Das passt wieder. So, jetzt wo ist sie? Komm mit mir mit, die Galle. Ja, alles gut. Doch, die wäre cool. Seltener Pilz. Seltener Pilz habe ich daheim. Ich wüsste jetzt bloß spontan nicht, wo ich nochmal seltener Pilz herkriege. Hat meine Drohne vielleicht? Hallo, ich bin Hylan A. Eine fraktale Persönlichkeit,
die in ein Hightech-Hologramm programmiert wurde. Aber wir haben uns lange nicht mehr gesprochen. Sie erklärt kurz, wer sie ist. Ich deine Reiseführerin bin. Ja, mache ich. Jetzt bitte in Ausgangsstellung und mir Zugriff auf den Shop gewähren. Willkommen zu Hexagon Exchange. Ich habe fast kein Problem. Danke, Überlebender. Bitteschön. So, meine Lieben, damit haben wir auch das erledigt. Teuer eingekauft, aber hey, was tut man nicht alles. Den müssen wir gleich mal abchecken da hinten. Hallo, guck mal. Ja? Ja? Dann haben wir da auch einen Haken dran. Moschis. Warte mal. Moschis. Stückle. Dann ist das auch geklärt, wer wem gehört. Und ein Dunkelhammer. Und er war ja mehr so bräunlich. Also ziehst du auch ein Thema dran, ist der auch nicht mehr allein. So, ich weiß, ich bin schon wieder am 10, aber habt Geduld. Nee, wir brauchen ein 150er Weibchen oder eine mit einer absolut coolen Farbe. Und das ist angenehm. Das rauscht auch nicht so wie mit dem Dings, ne? Mit dem Tech-Anzug, Leute, oder? Der kleidet hier gemütlich. Das finde ich richtig angenehm gerade. Und dann kannst du hier so. Und guck mal, wie der dann, wenn du so machst und loslässt, wie er dann in die Richtung so ein bisschen vordasht. Das ist cool. Der macht Laune. Aber nur, wenn du so richtig rumbiegst, ne? Hier in der Ecke war ich, glaube ich, nur einmal kurz die Dinger holen. Die Tags. Mail 100. Nee, ist nicht das, was wir suchen. Auch mit dem ist gerade schön unterwegs zu sein. Das ist gerade wie Urlaub für die Ohren, finde ich. Weil ich habe echt einen Genesis-Collar, was das Ganze auch am Fliegen angeht. Aber irgendwie ist man es dann auch jetzt dann zum Schluss immer zu langsam, wenn ich es mal irgendwie anders mache. So. Hallo. Hallo. Die Lootstrahlen interessieren mich heute jetzt ausnahmsweise mal gar nicht. Hier in dem Eck da hinten will ich mal gucken, was wir da so finden. Moschi sei Madame haben wir gefunden. Das ist schon mal gut. Was ist denn das? Da war doch gerade was. Ach, ein Peterle. Guck mal, was der für Farben hat. Hier. Crazy. Crazy Peterle. Ist richtig ruhig, das ist angenehm. 135er war es auch noch. Und guck mal, unser Shibi hält sehr ärschlich hier rein. Alles, was du brauchst, um glücklich zu sein. So kommt Stego-Checker. Wir haben 140er Female, das meinte ich. Entweder außergewöhnliche Farben oder hohes Level. Wobei ich jetzt auch nicht irgendwie das Gefühl habe, wir sollten die erstbeste nehmen. Schwer zu sagen gerade. Die kann man sich ja mal merken, geschwind. Vielleicht sollte ich nochmal in die Ecke gehen, wo wir gestern gefunden haben. Irgendwie habe ich das Gefühl, dass da die Farben schöner waren. Hier die Ecke ist eigentlich auch cool. Oh, ich genieße es gerade voll, wie angenehm ruhig der ist. Außer du drückst hier auf dieses Ding. Aber hey, das reicht vollkommen. So bist du schon schneller wie mit Tech, glaube ich. Also mit dem Anzug. Tech-Stego wäre natürlich auch eine Idee gewesen, aber jetzt habe ich schon einen normalen. Dann machen wir das dann nicht. Komm, wir machen noch ein paar Minuten zusammen, dann gehen wir die Agis rausholen. Muss ja nicht unbedingt immer gleich ein Star sein, ein Tier, ne? Mir reicht es auch, wenn es demnächst irgendwann ist. Da werden jetzt halt ein Haufen Textegos gewesen, sehe ich gerade. Da ist nämlich schon der nächste. 20er Male, nö. 130er Female, aber jetzt auch nicht so. Fliegen wir mal weiter. Wir finden bestimmt nochmal so einen bunten schönen. Ich würde eh sagen, lass uns bei den Stegos nach Farben gucken, oder? Die drei checke ich noch und wenn ich dann... Ja, wäre okay gewesen. Vorne war nur einer.
50er, nee. Lass uns bei den Stegos nur zugreifen, wenn wir wirklich eine absolut coole Farbe nochmal finden, ja? Das ist schon geil. Das macht halt vor allem mal Laune. Und so viel Element kostet es gar nicht, gell? Das ist richtig cool. Ich verstehe, dass das ein bisschen auf Endgame-Item beruht. Du bist echt super schnell. Da werde ich in Zukunft vielleicht die Gigas mit dem abfliegen, wenn ich wieder auf der Suche bin, weißt du? Oh, ist das schön. Okay. Auf welcher Seite sind wir? Auf unserer Heimatseite? Nee, jetzt fliege ich da hinten nochmal einen kurzen Kreisel oder so. Nee, komm, wir fliegen rüber, wir gucken. Cool, wie dann mit dem Schwänzle wackeln, wenn du fertig bist, ne? Ich sehe hier keinen Stego, kein außergewöhnlichen. Das Schöne ist, dass du hier im Turbo-Modus trotzdem dein Tier bewegen kannst. Wenn du mit dem Anzug das machst, ne, da bist du ja fixiert auf die Gerade. Komm, wir sausen jetzt so gemeinsam noch rüber. Natürlich immer die Augen aufhalten. Jetzt irgendwo rausschimmert. Farblich, guck mal. Ansonsten geht es jetzt einfach nur rüber heim, die Agis aus den Eiern rauspellen. Doch, das ist schon schneller. Jetzt müssen wir es noch einstellen können, dass das Tier sich der Geschwindigkeit von dir anpasst. Wenn er auf Folgen ist, dass er dann automatisch die Flügel ausfährt hier, wenn du schnell unterwegs bist, ne? Das ist ja geil. Und jetzt hier mit der Kulisse nochmal. Schön. Gott sei Dank habt ihr das geschrieben. Ich hätte es nicht nochmal ausprobiert, wenn ich ganz ehrlich bin. Ich dachte halt, ja, musst du bestimmt erst den Dings lernen, den Sattel, dass das klappt. Das mal hier noch kurz. Guck mal, hier zum Beispiel hätte man Stego. Der ist mir jetzt ins Auge gefallen oder geschossen, weil er diese roten Schuppendinger hat. Das ist auch eine hübsche, ne? Du musst halt immer überlegen, welche Farben du mit welchen Farben mischst. Der hier könnte eine Farbe mehr haben, wenn du mich fragst. Dann wäre er perfekt. Ich nehme da jetzt nicht den Aspis. Den Stegoslav haben wir ja auch gefunden. Und das war so ein Wow-Moment, ne? Wo man gesagt hat, den brauchen wir. So muss das jetzt sein. Mit dem Weibler von ihm. So, ich bringe nur kurz schon mal den Moschops hin. Wie sieht es denn eigentlich mit Moschops-Babys aus? Ne, das brauchen wir nicht unbedingt. Das hatten wir erst in Fjordos. Ja, nee, der Stegoslav, der braucht eine ganz besondere Frau. So, Diggerle, aber ich habe dir was mitgebracht. Du wirst so happy sein. Okay, von wegen, der unserer ist andersfarbig. Die sind sich sehr ähnlich, die zwei. Aber schön, dass wir das jetzt auch erledigt haben. So, Leute, es geht hoch zu den Agi-Eiern dieser Welt. Oh, hier lädt es jetzt aber schon ziemlich zackig, wenn der hier ankommt mit seinem Sattel. Warte mal. Ah. Ich hab dich noch auf Folgen gehabt, gell? Hä? Was hat er jetzt von sich aus gemacht? Kurz an der Grill sich was geholt, das kenne ich, der ist wie ich. Erstmal an der Grill. Den anderen müssen wir auch da unten rausholen gleich, ne? Macht er das jetzt wieder?
jetzt steht er einigermaßen. Also, ihr wisst schon. Bist du fertig? Der ist fertig, Leute. Dann müssen wir den gleich rausholen. Gott, jetzt ist das hier. Ich bin gerade total, ne? Jetzt wird auch die Agis dazu nehmen, dann wird's böbbel voll. Hey, wir müssen hier ein bisschen ausschichten wieder. Komm her. So. So fängt es immer an und irgendwann landen sie dann ja unten, ne? Das kriegen wir also jedes Mal wieder hin. So, gib mir mal du deinen Sattel kurz her, Digga. Jawohl. Dankeschön. Boah, ist das wieder voll hier. Der ist fertig. Wie Inventar öffnen. Ach so, weil er angehitscht ist, gell? Jetzt. So, Diggerle. Dann geh mal hoch. Die sich so wegbewegen, so komisch, das ist schon seltsam. Okay, pass auf. Hitch. Astro. Und den anderen. Den könnte ich eventuell... Oh ne, der hebt ja so. Junge, Junge! So, Leute, die Eier. Jetzt weiß ich wieder, was ich machen wollte. Die ganze Zeit überlege ich schon. Wir wollten ja noch kurz zusammen die Agi-Babys angucken. So, pass auf. Das Spiel läuft jetzt unruhig hier, Oh, ist es winzig. Oh, schön, die Sturmhaube. Warte, warte, warte. Die holen wir natürlich bei der Nelly raus. Erstmal prägen. Ja, du gehörst jetzt auch zu uns. Oh, der wird gut. Habt ihr den gesehen mit dem roten Häuble? Der wird gut. So, das weg. Dann brauche ich den hier. Die Nelly ist aber fleißig. Die hat ihm direkt 10 Fleisch geschossen. So. Oh, der ist genauso süß. Das ist der von unserem ersten Agi. Das Baby. Komm her, wir bringen sie kurz hoch. Ich will die nur angucken. So. Hat von euch keiner mehr einen Sattel gehabt? Ich muss die kurz wegmachen, sonst haben wir zu viel hier oben drauf. Wie schnell das gegangen ist, gell? Ruckzuck haben wir die Plattform voller Agis. Und dich muss ich auch noch wegbringen gleich. Die Zeit nehme ich mir jetzt auch. Ach so. Sattel. So, Leute. Ja, jetzt ist dann auch echt alles voll mit Tieren. So, du kommst jetzt auch noch kurz mit. Der passt gut hier zu den Dingern mit den Farben. Zu den Delfinen. So. Oh, ich überziehe gerade ein bisschen, gell? Egal. Da-dam, da-dam, dam. So, Digga, hast du gut gemacht. Ich bin stolz auf dich. Fupp, fupp, fupp. Noch ein Tier. Dann können wir die Babys rausholen. Dann gucken wir es uns noch möglich an. Und dann geht's rüber in die nächste Folge. Ich habe echt so einen Zuchtfimmel gekriegt dieses Mal. Weiß gar nicht, wie das herkommt. So. Und Hitch, Astro, schließen. Und damit der hier nicht das schwere Dings tragen muss, hau ich es mir hier rüber. So sieht es aktuell aus. Da müssen wir uns auch noch was überlegen, wo wir die hinmachen. Jetzt kommen erstmal die Babys hier wieder raus. Oh, hat es den kurz geschickt. Macht es bei dem das auch? Wie so kleine Biberlen, gell? Du und du ein bisschen näher zur Nanny, bitte. Komm. Aber warte mal, ich habe unten, glaube ich, einen irgendwo voll genommen. Also nochmal. Du und du. Da kommen sie.
die Geier. Meine Lieben, schön, dass man es macht. Jetzt hoffe ich, dass wir bald wieder die Weißen haben. Dann können wir nochmal rein, ein bisschen abfarmen. Jetzt haben wir den Astro halt heute schon probiert. Was ich jetzt aber nicht so tragisch empfinde, es hat sehr viel Spaß gemacht. Und dann gehen wir mal an den Void Worm. Da bin ich mal sehr gespannt drauf. So kommt das Reich zum Angucken. Also erstmal die Folgen, dann auf X. Okay, ein Krassiger. Der ist ein Krassiger, der da hinten auch. Wobei... Die quietschen sich einen ab. Sehr schön. Agi-Nachwuchs, check. Ich freue mich auf morgen. Herzlichen Dank fürs Zuschauen, meine Lieben. Passt auf euch auf.